Am 1. September 2012 war es wieder soweit. Bereits zum 7. Mal öffneten sich die Tore zur Nacht der offenen Kirchen in Potsdam und boten unter dem Motto »Schmeckt und seht« Gelegenheit, Kirchenräume ganz neu zu entdecken und den verschiedensten Formen von Spiritualität zu begegnen. Auch die Teilnehmer der geführten Bustour entdeckten verschiedene Kirchen der Potsdamer Innenstadt und Babelsbergs in einer Nacht mit geistlichen und sinnlichen Erfahrungen. Besuchten dort Konzerte, ließen sich inspirieren. Wir wollen heute mal miteinander entdecken, was es an kleinen, feinen Kostbarkeiten in der Stadt so gibt. Und außerdem, das dürfen Sie mir nicht übel nehmen, werde ich natürlich etwas von Kirche und vom lieben Gott erzählen. Wenn es Gott nur ein Jahr lang nicht regnen ließe und nicht seinen Segen auf alle Gewächse des Erdreichs legen würde, da wollte jeder klagen. Früchte und Güter der Erde, dass der Mensch erhalten werde und dazu noch sich selbst. Er heißt ja schließlich Emmanuel, Gott mit uns. Was verdient der liebe Gott? Leben, Brot, Wein. Bisher gefällt es mir gut und ich bin gespannt, was mich noch weiter erwartet. Nun gibt aber unser lieber Vater alles umsonst, was zur Erhaltung des Lebens nötig ist. Und wie viele erkennen das an und danken ihm dafür? Ich wollte mich überraschen lassen. Ich möchte gerne die Kirchen kennenlernen, die ich noch nicht kenne. Weiter geht die Tour zum Friedenssaal, wo Muslime, Juden, Buddhisten und Christen einen interreligiösen Dialog rund um Speiseriten der Weltreligionen führten. Anhand zahlreicher vorbereiteter Kostproben gab es Gespräche zu Ramadan und Abendmahl, Wüstenmanna und Fastenzeit. Falafel ist ja bekannt, das ist eine vegetarisches Essen. Ja, und dann hat man normalerweise was Süßes auch da vorne. Ja, und alles gut angekommen. Das finde ich schön, dass die Juden und die Muslime und auch die Buddhisten, dass sie mitgemacht haben, dieses Mal jetzt als erstes Mal. Ja, das spielt gleich noch eine Rolle. Wir werden das Brot gleich noch brechen. Das machen wir dann aber, wenn wir aus der Kirche rausgehen. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Tour lag in Babelsberg, wo zunächst ein Kleinod märkischer Neugotik, die Kapelle Klein-Glienicke, besucht wurde. Ich habe unterwegs gehört, manche kannten die Ecke gar nicht. Ich kann es wirklich nur einfach zum Spazierengehen auch empfehlen. In der alten Neuendorfer Kirche ist nicht nur fürs leibliche Wohl gesorgt. Hier folgt ein besonderer Ohrenschmaus. Zwei Rokoko-Damen mit Oboe und Cembalo laden zur Teestunde mit Werken Friedrichs II. Es war großartig, es war so voller Eindrücke. Also ich fand es super schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also das Konzert war auch gerade echt super cool. Es ist eine unglaublich lange Liste und ich hätte die so gerne auf 3-4 Wochenenden verteilt.